Herzlich willkommen zurück oder für alle, die jetzt neu zugeschaltet haben beim University Future Festival, beim Input vom Ungeheuer zum Schoßhund, Barrierezähmen leicht gemacht. Ja, wie kann die Hochschule der Zukunft für alle zugänglich gemacht werden? Tipps, um digitale Barrieren abzubauen, was Sie selbst bei Ihnen an der Hochschule tun können, bei Ihnen in der Lehre, sofern Sie eine lehrende Person sind. Diese Tipps bekommen Sie jetzt hier von Nadine Auer. Nadine Auer ist von der Hochschule der Medien Stuttgart und Teil des Forschungsprojektes Shuffle, das sich genau damit beschäftigt, mit digitaler Barrierefreiheit. Dankeschön. Genau, ich bin Nadine Auer, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule der Medien in Stuttgart und bin dort eben, wie gesagt, im Projekt Shuffle tätig. Und das Projekt Shuffle hat eben zum Ziel, den Zugang für alle an der Hochschule zu verbessern oder zu ermöglichen. Und ein großer Teil davon ist eben die digitale Barrierefreiheit. Und darum soll es heute in dem Vortrag so ein bisschen gehen. Wir sind in unserem Projekt viel mit anderen Hochschulen im Austausch. Wir sind auch selber ein Projekt aus 4 Verbundpartnern, also die Hochschule der Medien in Stuttgart, die Uni Bielefeld, die Pädagogische Hochschule Heidelberg und die Pädagogische Hochschule in Freiburg. Und wir sind aber auch außerhalb eben viel vernetzt mit unterschiedlichen Hochschulen und haben dabei so ein paar Hindernisse, Hürden identifiziert, die viele Hochschulen haben, wenn sie eben die Barrierefreiheit verbessern wollen oder angehen wollen. Und die wollen wir heute so ein bisschen vorstellen oder ein paar von denen. Es sind natürlich noch einige mehr als die, die ich jetzt vorstellen kann. Aber einfach so ein bisschen zeigen, was wir so rausgefunden haben, welche Erkenntnisse wir gesammelt haben und aber unter anderem auch eben Lösungsansätze, die wir entdeckt oder auch entwickelt haben. Und passend zum Thema Tales of Tomorrow haben wir das Ganze so ein bisschen in eine Heldengeschichte verpackt. Und dafür möchte ich Sie jetzt so ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Die Welt, in der unsere Geschichte spielt, ist die Welt der Hochschule. Und in dieser Welt, da lebte unsere Heldin. Jeden Tag verrichtete sie fleißig und gewissenhaft ihre Arbeit, unterhielt sich ab und zu mit den Nachbarn von nebenan und genoss ihr Leben. Und so wie alle, weil es in der Welt der Hochschule ebenso üblich ist, ging auch unsere Heldin immer mal wieder auf Konferenzen, um sich weiterzubilden. Doch diese eine Konferenz sollte alles verändern. Das Thema der digitalen Barrierefreiheit wurde dort angesprochen. Da fiel es unserer Heldin wie Schuppen von den Augen. Auch in der schönen Welt der Hochschule, in der sie lebte, gab es ein Ungeheuer, das die ganze Welt bedrohte. Das Barrierenungeheuer. Zurück von der Konferenz ist unsere Heldin jetzt in einem Dilemma. Auf der einen Seite ist sie getrieben von Neugier und Abenteuerlust und sie erinnert sich auch immer bewusster daran, dass sie schon öfter von Studierenden Berichte über dieses Ungeheuer gehört hat. Sie hatte diesen Berichten aber keine größere Beachtung geschenkt. Und doch halten sie auch Sorgen und Ängste zurück und sie ist unsicher, wie sie weiter vorgehen soll. Und dann, eines unverhofften Tages, steht ein Rucksack vor der Tür unserer Heldin, auf dem ein Brief liegt. Unsere Heldin liest diesen Brief, indem sie dazu ermutigt wirkt, sich dem Barrierenungeheuer zu stellen. Darin steht, dass der Weg machbar, die Hindernisse überwindbar und das Barrierenungeheuer zähmbar sind. Das ist ein Zeichen, denkt sich unsere Heldin. In dem beiliegenden Rucksack finden sich außerdem einige nützliche Hilfsmittel. Unsere Heldin ist jetzt überzeugt, dass sich der Weg lohnt. Und so macht sich unsere Heldin auf den Weg, auf einen Weg ins Ungewisse und ins Abenteuer. Genau, und auf diese Reise will ich Sie so ein bisschen mitnehmen. Also unsere Heldin macht sich auf den Weg zum Barrierenungeheuer und begegnet da eben auch diesen Hindernissen und Hürden, die wir in unserem Projekt identifiziert haben. Das sind, wie gesagt, nicht alle, da gibt es noch deutlich mehr, aber ein paar wenige darf ich jetzt vorstellen. Damit fangen wir direkt mal an. Kaum ist unsere Heldin losgegangen, merkt sie auch schon, dass ihr völlig die Orientierung fehlt und sie nicht weiß, wo sie eigentlich ist und wohin sie gehen soll. In dem Rucksack wird sie aber schnell fündig. Sie findet eine Landkarte.
Darauf sind verschiedene Bereiche und Wegmarkierungen zu sehen. Leider fällt es unserer Heldin aber trotzdem sehr schwer, sich zu orientieren und herauszufinden, wo auf der Landkarte sie sich befindet. Ja, und damit ist unsere Heldin schon auf das eins der größten Hindernisse, das wir am Anfang von unserem Projekt selbst gestoßen, nämlich Hochschulen sind einfach sehr, sehr komplexe Organisationen. Es gibt super viele verschiedene Bereiche und man muss sich erstmal orientieren, welche Bereiche gibt es überhaupt und vor allem auch, welche Bereiche haben denn tatsächlich auch Einfluss auf die Barrierefreiheit, gerade auch in der Hochschullehre. Und deswegen haben wir im Projekt eben uns auch verschiedene Organigramme angeschaut, viel mit anderen geredet, um eben rauszufinden, welche Bereiche sind, haben besonders viel Einfluss oder haben überhaupt Einfluss auf die Barrierefreiheit der Hochschule und haben daraus so eine kleine Übersicht entwickelt. Und die kann man sich eben so ein bisschen wie diese Landkarte auch vorstellen, die unsere Heldin gefunden hat, die so ein bisschen zeigt, welche Bereiche man auf dem Weg zum Barrierenungeheuer sozusagen durchqueren muss, damit man überhaupt erstmal, ja, weiß, was man sich so anschauen muss, mit wie man vielleicht auch reden muss. Aber unsere Heldin hat eben das Problem, sie arbeitet oder sie lebt in einem bestimmten Bereich der Hochschule und hat da vielleicht Einblicke, aber weiß natürlich nicht, wie es in den ganzen anderen Bereichen aussieht. Zum Glück leben in der Welt der Hochschule viele Menschen. Unsere Heldin geht also von Haus zu Haus, klopft an viele Türen und findet immer mehr Ortskundige, die ihr helfen, sich zu orientieren. Schließlich weiß unsere Heldin, wo sie sich auf der Landkarte befindet und was sie in den anderen Bereichen der Landkarte erwartet. So kann sie sich auf den Weg machen in Richtung der Höhle, in der das Barrierenungeheuer leben soll. Ja, unsere Heldin konnte also diese Landkarte auch ganz gut als Gesprächsgrundlage nehmen, sage ich mal. Also dadurch wusste sie, mit wem sollte sie vielleicht reden, wen sollte sie vielleicht auch beteiligen, um rauszufinden, wo steht sie, wo steht die gesamte Hochschule gerade im Bereich Barrierefreiheit, aber auch, wo muss sie überhaupt hin und wie sieht es in den anderen Bereichen aus. Und dadurch, dass sie mit den Leuten in Kontakt gekommen ist, hat sie natürlich auch vielleicht schon die ein oder andere Person gefunden, die ihre Reise wichtig findet und die sie unterstützen möchte und deswegen vielleicht auch auf ihrem Weg begleitet. Sie hat also im Prinzip gleich auch noch Mitstreiter gefunden. Genau, das ist das erste Hindernis gewesen, aber es kommen natürlich noch ein paar weitere. In dem zweiten Hindernis kommt unsere Heldin an den Berg aus Arbeit. An dessen Fuß stehen viele Lehrende und versuchen verzweifelt, alle ihre Arbeitssteine gleichzeitig nach oben zu tragen. Doch diese Aufgabe erscheint ihnen zu schwierig. Unsere Heldin möchte den Lehrenden helfen und versucht zunächst, ihnen Lasten abzunehmen, doch muss schnell feststellen, dass sie so auch nicht ans Ziel kommen werden. Ja, das ist im Prinzip das, was wir vorher auch in der Podiumsdiskussion gehört haben. Lehrende sind eben nicht nur mit dem Thema Barrierefreiheit, sondern mit ganz vielen unterschiedlichen Anforderungen einfach betreut und also sollen die halt erfüllen. Und da ist Barrierefreiheit, sage ich mal, oft nur ein weiteres On-Top-Thema. Und das ist auch was, was wir in unserer Bedarfsanalyse festgestellt haben. Da haben wir auch eine Umfrage mit Lehrenden gemacht, um eben rauszufinden, welche Kompetenzen haben sie vielleicht auch schon im Bereich Barrierefreiheit, was ist ihnen wichtig, was wünschen sie sich, aber auch, wie stehen sie einfach dazu. Und da war eben auch ein großes Feedback, ja, Barrierefreiheit ist schon wichtig, aber wir haben überhaupt keine Kapazitäten, das auch noch zu machen. Und genau das muss unsere Heldin eben auch feststellen. Sie will eigentlich die Lehrenden überzeugen, ihre Lehre barrierefrei zu gestalten und muss jetzt eben feststellen, dass sie eh schon vor diesem ganzen Berg aus Arbeit stehen und jetzt schon nicht wissen, wie sie alle Arbeitssteine nach oben tragen sollen. Da fällt unsere Heldin ein, dass ein wichtiger Rat in ihrem Rucksack enthalten war. Auf dem Zettel stand das Zitat, gemeinsam ist man niemals einsam. Das nimmt unsere Heldin mit zu den Lehrenden und zeigt ihnen auf, dass nicht jeder Lehrende alleine seine Arbeitssteine nach oben tragen muss. Stattdessen bringt unsere Heldin die Lehrenden zur Zusammenarbeit und in Austausch. Die Lasten sind gemeinsam dann nur noch halb so schwer. Ja, da sind wir also ziemlich genau auf die gleiche Lösung gekommen, die auch schon gerade in der Podiumsdiskussion war.
man sollte einfach mehr zusammenarbeiten, man sollte den Lehrenden auch die Möglichkeit geben, zu bestimmten Themen einfach sich auszutauschen und dann vielleicht auch gemeinsam Strategien zu entwickeln oder auch einfach Ressourcen auszutauschen, damit eben nicht jeder einzeln an allem arbeiten muss. Und unsere Heldin kann natürlich die Lehrenden auch dabei unterstützen, zum Beispiel indem sie Austauschformate zum Thema Barrierefreiheit anbietet oder aber auch, indem sie ihre eigenen Kompetenzen, die sie auf ihrem Weg vielleicht schon gesammelt hat, mit den Lehrenden teilt. Also im Prinzip vielleicht auch Weiterbildungen macht oder ihnen einfach zeigt, was sie schon alles gelernt hat, um so vielleicht die Last dieses Arbeitssteins zumindest ein bisschen zu reduzieren. Ja, und dadurch, dass die Lehrenden dann alle zusammen daran arbeiten, schaffen sie es auch, alle Arbeitssteine nach oben zu tragen. Ja, wir kommen zum nächsten Hindernis. Unsere Heldin ist auf dem Weg zur Burg der Hochschulleitung, in der sie um Unterstützung im Kampf gegen das Barrierenungeheuer bitten möchte. Doch da versperrt ihr ein Tor mit Zahlenschloss den Weg. Unsere Heldin muss zuerst die richtigen Zahlen in das Zahlenschloss eintragen, bevor ihr Zugang zur Burg gewährt wird. Ja, unsere Heldin wollte also die Hochschulleitung mit ins Boot holen im Kampf gegen das Barrierenungeheuer und wird jetzt von diesem Zahlenschloss aufgehalten. Und das Zahlenschloss steht so ein bisschen als Metapher für das, was wir so ein bisschen festgestellt haben, nämlich, dass man an Hochschulleitungen oft auch mit konkreten Anliegen oder aber auch mit konkreten Daten, Zahlen und Fakten eben hintreten muss, um überhaupt erstmal, sag ich mal, durchzudringen und Gehör zu finden. Und da steht jetzt unsere Heldin eben auch davor und muss die richtigen Zahlen und Daten finden. Und die Frage ist eben, ob sie die vielleicht schon gefunden hat. Zum Glück ist unsere Heldin auf ihrem bisherigen Weg schon durch viele Bereiche der Hochschulwelt gekommen und hat mit vielen Leuten gesprochen. All ihre Erlebnisse hat sie auch in dem Tagebuch gesammelt, das sie im Rucksack gefunden hat. So konnte sie die relevanten Daten in dem Tagebuch bereits sammeln. Es fällt ihr deshalb jetzt nicht schwer, die richtigen Zahlen in das Schloss einzutragen und es so zu öffnen. Genau, unsere Heldin hat also dieses Tagebuch im Rucksack gefunden und was sie gemacht hat, ist es so ein bisschen als Analyse-Tool anzuwenden. Also sie ist ja jetzt schon ein Weilchen unterwegs auf ihrer Reise und hat dabei viele Leute getroffen, hat viele Kontakte geknüpft, hat viel erlebt und alles, was sie erlebt hat, hat sie eben in dem Tagebuch gesammelt, um so eine Datengrundlage sozusagen zu haben, um die richtigen Zahlen und Daten eben zu extrahieren und in dieses Zahlenschloss einzutragen. Und dadurch schafft sie es sozusagen, diese erste Hürde zu meistern und eben in die Burg der Hochschulleitung zu kommen. Doch in der Burg der Hochschulleitung erwartet sie direkt schon das nächste Hindernis. Bei der Hochschulleitung angekommen, muss unsere Heldin feststellen, dass die Hochschulleitung mit einem bösen Fluch belegt worden ist. Der Fluch der Lippenbekenntnisse sorgt dafür, dass die Hochschulleitung zwar immer wieder bestätigt, wie wichtig verschiedene Themen sind, es aber dennoch nicht schafft, in die Umsetzung zu kommen. Sie können den Weg einfach nicht erkennen, weil der Fluch sie daran hindert. Genau, unsere Heldin ist also zur Hochschulleitung durchgedrungen und muss jetzt feststellen, dass sie von diesem bösen Fluch belegt worden ist. Und der ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ und überspitzt ausgedrückt, aber wir haben halt oft beobachtet, dass gerade Hochschulleitungen dann oft sagen oder offiziell anerkennen, dass Barrierefreiheit ein wichtiges Thema ist. Aber wir haben leider nicht ganz so häufig beobachtet, dass dann auch konkrete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Barrierefreiheit tatsächlich zu erfüllen. Und ich will das jetzt noch ein bisschen rausnehmen. Ich weiß natürlich, es gibt noch ganz viele andere Themen, die Hochschulen betreffen und das haben wir ja auch schon in den vorherigen Vorträgen gehört, aber trotzdem ist es halt was, was uns aufgefallen ist und wir wollten es mit thematisieren. Genau. Und bisher hat es leider noch niemand geschafft, diesen Fluch zu brechen. Doch der Fluch kann gebrochen werden. Auf ihrem Weg hat unsere Heldin bereits Kontakte mit Studierenden aufgebaut, die schon lange von der Gefahr des Barrierenungeheuers wissen. Sie haben das Ungeheuer schon selbst gesehen und können so auch Tipps geben, wie das Ungeheuer bekämpft werden kann. Deshalb beteiligt unsere Heldin die Studierenden, um den Fluch der Hochschulleitung zu brechen.
Durch den Einbezug ihrer Einblicke und ihre Partizipation schaffen sie es, der Hochschulleitung zunächst die Augen zu öffnen. So kann unsere Heldin der Hochschulleitung den Kompass zeigen, den sie im Rucksack gefunden hat. Der Kompass zeigt an, in welche Richtung man gehen muss, um zum Barrierenungeheuer zu gelangen. Durch die geöffneten Augen kann die Hochschulleitung den Kompass erkennen. Mit gemeinsamer Kraft schaffen unsere Heldin und die Studierenden es so, den Fluch der Hochschulleitung zu brechen. Genau, und auch das ist was, was wir gerade schon in der Podiumsdiskussion ein bisschen gehört haben, nämlich die Beteiligung von Studierenden. Und das ist einer von zwei wichtigen Punkten, um eben diesen Fluch der Hochschulleitung zu brechen. Weil gerade bei Barrierefreiheit ist es natürlich so, dass gerade die Studierenden selber, ich sag mal, alltäglich mit dem Barrierenungeheuer Auge in Auge gegenüberstehen und deswegen natürlich selber die meisten Erfahrungen gesammelt haben und genau wissen, wo es vielleicht Barrieren gibt und auch vielleicht schon erste Strategien entwickelt haben, wie man damit umgehen kann oder Tipps haben, wie man damit umgehen kann. Und dadurch, dass sie eben von ihren eigenen Erlebnissen berichten können und beteiligt werden, schaffen sie es vielleicht ein bisschen der Hochschulleitung die Augen zu öffnen. Und der zweite wichtige Teil ist diese konkreten Handlungsschritte, die man eben weitergeben muss, um zum Barrierenungeheuer zu kommen oder um eben die Barrierefreiheit an der Hochschule zu verbessern. Und das ist so ein bisschen der Kompass, den wir hier widerspiegeln. Also im Prinzip, dass man, der zeigt im Prinzip, wie man zum Barrierenungeheuer kommt. Und auf der anderen Seite sind es fast schon die nächsten Schritte, die man eben gehen muss, um zur Barrierefreiheit zu kommen. Und dadurch, dass die Studierenden und die Heldin damit den Fluch brechen konnten, haben sie es auch geschafft, dass die Hochschulleitung sich mit den Studierenden und auch mit unserer Heldin zusammensetzt und eine konkrete Strategie auch entwickelt, wie sie das Barrierenungeheuer bekämpfen wollen. Und so kommt unsere Heldin dann am großen Ziel ihrer Reise an, und zwar an der Höhle des Barrierenungeheuer. Und sie wappnet sich für diesen großen letzten Kampf und begibt sich dann in die Höhle. Doch als unsere Heldin in die Höhle blickt, sieht sie zunächst nicht das Ungeheuer. All die Leute, die sie auf ihrer Reise getroffen und denen sie geholfen hat, stehen bereits in der Höhle um das Ungeheuer herum. Erstaunt geht sie zu den Leuten hinüber. Da erfährt unsere Heldin, dass sich die vielen Leute, denen sie auf ihrem Weg geholfen hat, bereits mit dem Ungeheuer beschäftigt haben. Und sie erzählen ihr, es war erstaunlich, je mehr Leute gekommen sind, desto kleiner und zahmer ist das Ungeheuer geworden. Genau, also im Prinzip ist unsere Heldin endlich am Ziel ihrer Reise angekommen, in dieser Höhle des Barrierenungeheuer, und darf feststellen, dass all die Leute, die sie auf ihrem Weg getroffen hat, mit denen sie gesprochen hat, denen sie vielleicht auch geholfen hat, dass all diese Leute eben auch zum Barrierenungeheuer gegangen sind. Und je mehr Leute gekommen sind, desto kleiner ist dieses Ungeheuer geworden und desto zahmer auch, bis es im Prinzip nur noch ein kleines Schoßhündchen war. Und so hat die Hochschule sozusagen mit gemeinsamer Kraft geschafft, das Barrierenungeheuer tatsächlich zu zähmen. Genau, das war unsere kleine Geschichte, unsere Reise. Und ich habe sie noch mal ein bisschen im Rückblick, im Überblick sozusagen mitgebracht, dass sie noch mal sehen, welches waren denn die Hürden, die unsere Heldin so getroffen hat. Das war einmal, dass sie sich orientieren musste. Sie musste den Berg aus Arbeit erklimmen. Sie musste die richtigen Zahlen ins Zahlenschloss eintragen. Und sie musste den Fluch der Hochschulleitung brechen. Und für all diese Hindernisse und Hürden hat unsere Heldin auch nützliche Hilfsmittel in dem Rucksack gefunden, den sie am Anfang gefunden hat. Und zwar zum Beispiel die Landkarte, um sich ein bisschen zu orientieren, welche Bereiche es überhaupt gibt. Dann die, ich nenne es mal, weißen Ratschläge, mit denen sie zum Beispiel den Lehrenden helfen konnte. Sie hatte das Tagebuch, um die richtigen Daten zu sammeln. Und sie hatte den Kompass, um sozusagen die nächsten Handlungsschritte aufzuzeigen und zu sehen, wo geht's hin zum Barrierenungeheuer. Genau, all diese nützlichen Hilfsmittel hat sie in ihrem Rucksack gefunden. Und das war jetzt eine schöne Geschichte, aber es soll natürlich keine Geschichte bleiben. Und deswegen gibt es diesen Rucksack natürlich auch in Wirklichkeit. Wir haben den in Schaffel entwickelt. Er nennt sich nur nicht Rucksack, sondern Schaffel-Reifegrad-Modell. Und in unserem Schaffel-Reifegrad-Modell haben wir all diese nützlichen Hinweise in ein bisschen anderer Form auch zusammengestellt. Und zwar gibt es zum Beispiel
Beispiel die Landkarte in Form von der Übersicht unseres Reifegradmodells. Und diese Übersicht zeigt im Prinzip die verschiedenen Bereiche an der Hochschule, die eben durchschritten werden müssen auf dem Weg zur Barrierefreiheit. Das ist sowas wie der Bereich Beratung und Support, der total wichtig ist, gerade auch für die Studierenden. Dann eben der große grüne Bereich Lehren und Lernen, wo wir ja auch gerade vorher schon in der Podiumsdiskussion viel gehört haben. Der blaue Bereich mit der Strategie, wo es dann eben auch um Steuerungsinstrumente und so weiter geht. Und der gelbe Bereich Struktur, wo dann so Sachen wie zum Beispiel der Beschaffungsprozess oder die Webseite auch thematisiert sind. Genau, all diese Bereiche sind eben relevant in der Welt der Hochschule, um die Barrierefreiheit zu verbessern. Die weißen Ratschläge gibt es auch, und zwar in Form von Anwendungshinweisen. Also wir haben zum Beispiel eine Anleitung geschrieben, wie man das Reifegradmodell nutzt oder anwenden sollte oder kann. Und da steht zum Beispiel eben, stehen auch so ein paar Tipps drin, die wir eben so rausgefunden haben oder die wir jetzt auch noch in unserer Evaluation rausfinden werden, wie man das anwenden kann, was man beachten sollte und so weiter. Das Tagebuch gibt es auch, und zwar in Form von einem Analyse-Tool. Genau, es gibt nachher, also für jeden Bereich sozusagen, gibt es dann auch Fragen, die man beantworten kann, um einzuschätzen, auf welcher Reifegradstufe man sozusagen ist. Und dann bekommt man als Ergebnis dieses schöne Netzdiagramm, das sozusagen einem übersichtlich zeigt, in welchen Bereichen man vielleicht schon sehr gut aufgestellt ist und wo es vielleicht noch deutlich ein Optimierungspotenzial gibt. Und damit kann man dann vielleicht auch zur Hochschule gehen, das als Argument sozusagen nutzen, um die Tore zu öffnen und vielleicht ins Gespräch zu kommen. Und als letztes den Kompass, den gibt es auch im Reifegradmodell, und zwar in Form von Handlungsempfehlungen. Also wenn man das Analyse-Tool ausgefüllt hat und die Reifegradstufen hat, kann man auch sich Handlungsempfehlungen ausgeben lassen, je nachdem, welche Stufe man sozusagen erreicht hat, um dann eben zu sehen, was sind die nächsten Schritte, um vielleicht die nächsten Stufen auch zu erreichen, um da einfach konkret was zu haben, wie man weiter vorgehen kann. Genau, all diese nützlichen Hilfsmittel haben wir also in dem Reifegradmodell ja zusammengestellt, um eben auch vielleicht in anderen Hochschulwelten Helden und Heldinnen das mitzugeben, damit sie eben auch sich auf den Weg machen können, im Kampf oder um das Barrierenungeheuer eben zu zähmen. Und damit will ich auch Sie alle ganz herzlich motivieren, werden auch Sie zur Heldin oder zum Helden in Ihrer eigenen Hochschulwelt. Sie haben jetzt gesehen, der Weg ist machbar, die Hürden sind überwindbar und das Barrierenungeheuer ist tatsächlich auch zähmbar. Und ja, vielleicht kann der ein oder andere sich ja dadurch motiviert fühlen, den Schritt auch zu gehen. Und wenn Sie dafür unseren Rucksack mitnehmen möchten, dann können Sie das natürlich sehr gerne machen. Sie können mir entweder eine E-Mail schreiben, die erste E-Mail-Adresse auer@hdm-stuttgart.de, oder Sie können auch erstmal auf unsere Webseite schauen vom Forschungsprojekt Shuffle. Da gibt es zum einen auch nochmal Informationen zu unserem Reifegradmodell. Da gibt es aber auch noch ganz viele andere tolle Maßnahmen und Tools, die wir so in Shuffle entwickelt haben, die natürlich auch alle sehr hilfreich sind, um das Barrierenungeheuer zu zähmen, genau. Also da können Sie sich gerne auch nochmal einen Überblick verschaffen. Ja, und damit bin ich am Ende und hoffe, ich konnte den einen oder anderen motivieren, auch zum Held oder zur Heldin in Ihrer eigenen Hochschule zu werden. Vielen Dank für die sehr, sehr anschaulichen und konkreten Tipps und die tolle anschauliche Geschichte, die ja wirklich perfekt passt zu unserem Festival-Motto Tales of Tomorrow. Ja, tragen Sie es gerne auch weiter. Es sind jetzt ja nicht mehr ganz so viele Leute da wie vorher. Geben Sie es weiter an Ihren Hochschulen. Ich denke, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema und der Vortrag, wer ihn weiterempfehlen möchte, den wird es ja dann auch on demand geben auf der Veranstaltungsplattform oder auch später auf YouTube, wenn Ihnen das gefallen hat. Hier geht es weiter um 15.40 Uhr. Es ist jetzt etwas mehr als 5 Minuten Pause, weil Sie so schnell fertig waren oder 5 Minuten eher fertig waren. Also um 15.40 Uhr geht es hier weiter mit dem Thema KI von morgen, gemeinwohlorientiert und
offen und demokratisch. Darüber sprechen wir hier um 15:40 Uhr. Bis gleich.